Willkommen zu Part 30 des CPU-Tutorials. Heute der MOVN, der Move Number Befehl, der ASM CPU1. Über den Opcode werde ich später noch ein, zwei Worte verlieren, sollte aber nicht zu viel trockene Theorie werden. Jedenfalls kommen wir erstmal zum Punkt. Vor euch seht ihr eine Zahl. Und viel Spaß beim Umrechnen. Nein, es ist die 2000 und zwar in absehbarer Zeit habe ich. Also, keine Ahnung, ich jetzt mal so einen Monat, 2 Monate, weiß ich nicht, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich bald 2000 Abonnenten-Special. Also ich habe jetzt 1600 und irgendwie steigen die Abonnenten irgendwie gerade so, wow, drastisch an. Deswegen will ich nicht untätig sein und auch mal ein Special machen. Irgendwie, ich meine, ich mache zwar die Videos für euch, aber ein Special ist jetzt auch nicht mal gerade so eine schlechte Idee, nehme ich mal an. Könnt ihr jetzt, bis das Special stattfindet, wie wild unter dieses Video oder per Kommentar oder wenn ihr mich in Skype habt, in Skype, könnt ihr mir Vorschläge posten, was ich machen soll. Und ihr könnt auch, wenn ihr unten in den Kommentaren schon einen guten Vorschlag seht, wäre es natürlich für mich besser, wenn ihr nicht doppelt postet, sondern eben nach dem Kommentar sucht, ob der Vorschlag schon gemacht wurde und dann Daumen hoch gebt. Dann sehe ich halt, aha, dieses eine Kommentar 10 Daumen hoch, das ist am meisten nachgefragt, dann mache ich eben so ein Special. So Vorschläge wären zusammen mit irgendwie, wie viele Leuten das auch immer sind, 100 Leuten, die dann dazukommen, wenn sie sich mich mehr melden. Ja, dass wir eben so einen Haufen Leute nehmen und mal alle auf den Server klatschen und dann mal eine Runde Minecraft Survival oder Creative zocken. Nachteil davon wäre natürlich, dass da eben auch bestimmt wieder ein paar Griefer dabei sind, die nicht an der Freude anderer Leute interessiert sind. Und dass wir halt, wenn es wirklich mehr als 50 Leute sein sollten, was ich kaum glaube, dass es dann einfach zu viel wird. Außerdem halte ich so Minecraft-Zusammenspielen für ein bisschen fad, weil man das immer machen könnte. Ich würde schon lieber irgendwas Extremeres machen, wie zum Beispiel Alex vorgeschlagen hat, dass, ja, ich muss den Vorschlag bringen aus Fairness, dass ich vor die Kamera trete. Ja, dass ihr auch mal seht, was da so am anderen Ende der Leitung die ganze Zeit euch voll quatscht und was ihr euch da anhören müsst. Oder Fraps hat schon wieder ausgesetzt. Oder dass ich für euch ein Spiel programmieren muss. Oder in Minecraft einen Real-Life-Prozessor nachbauen muss, wie den Intel 8086. Oh, schlechte Idee. Ja, irgend sowas. Lasst euch was einfallen. Seid kreativ. Postet in den Kommentaren. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich will nur nicht, dass ich dann irgendwie, oh, da fehlen noch 10 Abonnenten, jetzt musst du dir schnell was einfallen lassen. Nein, ich lasse euch entscheiden und fangt an zu posten, wenn ihr wollt. So. Ich hoffe mal, dass Fraps jetzt nicht mehr rumspackt, weil es wirklich nervt. Ich habe hier mal die zwei Befehle, die werden dann nachher von dem Instruction Decoder. Es wird ein langer Decoder sein und dann gehen die Arme ganz weit überall hin zu den jeweiligen Befehlen. Jedenfalls werden dann die Outputs hier enden. 00 sind 4 Opcode-Bits, also die Hauptbefehle sind in die Opcodes eingeteilt, das sind die allerersten 4 Bits der Instruction. Ja, es steht alles im Infovideo. Ist der MOV-Befehl. Den kennen wir aus der letzten Folge. Was neu ist, ist der MOVN-Befehl. Was der macht, ist erstmal hier hinten überhaupt die Ausgänge zu sperren. Dass hier nichts Verfälschendes, weil die ja sowieso die ganze Zeit ausgeben, dass da nichts Verfälschendes rauskommen sollte, falls hier noch was nachleuchten sollte. Das war in Logisim immer das Problem. In Minecraft vor allem auch wegen dem Sch in Logisim doch nicht, was laber ich da? In Minecraft wegen dem Timing. Dass wir sicher gehen können, der MoveN-Befehl ist geladen, also kann hier nichts mehr rauskommen. Der gelbe Bus ist der Datenbus. Der geht eigentlich wieder per OR-Gate oder Gate hier rein. Und wir verwenden wieder die Argumente. Move into, also Move Drain, diese hier, die zwei Bits, die das Zielregister angeben und das Quellregister in dem Fall wäre eine 8-Bit-Nummer.
Diese 8-Bit-Nummer kann direkt über den Instruction-Bus reingeleitet werden und wir müssen da nicht, wie bei der Hack-Plattform zum Beispiel, erst Zahl in ein Register schieben und dann die Register verrechnen, sondern wir können direkt die Zahl über den Opcode da reinhauen. In jedes beliebige Register. Bei der Hack-Plattform konnte man es ja nur ins A-Register schieben. Move AX 8 128, nehme ich an. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ja. Takt geben. Und da ist sie. Links ist immer der MSB, rechts ist der LSB, also Most Significant Bit der höchste und der Least Significant Bit der niedrigste, was in dem Fall 8 wäre. Und Orange ist übrigens auch AX. Das kennt ihr, glaube ich, noch vom nächsten Video. Vielen Dank an dieser Stelle mal an The Danish. Seinen Kanal findet ihr in der Beschreibung. Der hat mir nämlich eine kompaktere Version von dem ganzen Teil verwendet, die ich höchstwahrscheinlich auch in der vollendeten CPU verwenden werde. Funktioniert genau wie die hier, nur ist eben viel kompakter. Was ich auch hätte machen können, ist, dass ich diese ganzen Busse nicht nach links hätte driften lassen können, sondern nach oben und dann in diese Richtung. Ist aber auch egal, das ist nur zu Demonstrationszwecken. Kurz bevor wir fertig sind, werde ich das halt sowieso nochmal komplett einreißen und neu bauen. So kompakt wie möglich. Aber jetzt will ich erstmal, dass ihr das Prinzip versteht. Sollte nicht so schwer sein. Kurz noch ein paar Worte zum Opcode. Wir haben die vier Opcode-Bits, also die zeichnen die Instruction, zum Beispiel 0001 wäre Move, 0001, 0010 wäre Move Number, 0011 wäre Move RAM, 0100 weiß ich gerade nicht mehr, jedenfalls geht es halt immer so weiter. Danach kommen die Bits für die Registersteuerung. Die waren in unserem Fall jetzt lila, habe ich gerade nicht im Inventar, Moment. Lila und blau und dann kommen nochmal 8-Bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie viel sind das jetzt? 4. Und dann eben noch die 8-Bits, die entweder eine Zahl sind oder bei der ASALU 7071 ist es so, dass wir nur Register miteinander verrechnen können und keine Zahlen. Also wir können auch nicht jetzt irgendwie add AX5 oder sowas, sondern immer nur add AX noch ein Register. In dem Fall wären diese 8 Bits jetzt übrigens ALU-Operation und die 3 Jump-Bits. Wir können also direkt zum Beispiel zwei Register vergleichen mit XNOR-Gates und sowas. Also wir setzen bei den ALU, der ALU-Opcode war irgendwie 0011. Wir vergleichen BX mit AX und Vergleichsopcode weiß ich nicht mehr, sage jetzt einfach mal 11 und können direkt festlegen, wohin gesprungen werden soll, und zwar wenn es gleich ist. So, Opcode, der die ALU freischaltet, macht selbst nichts, ist auch kein eigener Assembler-Befehl. Die Register, die geladen werden, sind BX und AX, also Vergleich BX mit AX. Vergleich ist hier. Der Befehl Vergleich zwei Register und hier ist der Sprungbit auf gleich. Kleiner, gleich, größer. Oder Kombination von den allen dreien. Aber das sollten wir auch kennen. Jedenfalls, so setzt sich dann der Opcode langsam zusammen. Es ist nichts sonderlich Schweres, der ist wirklich relativ einfach gehalten. Einfacher als der davor, würde ich mal fast sagen. Ich habe das doch leise gestellt. So, bis dahin. Ihr findet wieder das aktuelle Schematic von dem hier in der Beschreibung. Wenn der Danish, wie auch immer man den Namen ausspricht, sorry, sagt, ich kann auch seine Schematic veröffentlichen oder in die Beschreibung posten, dann kann er mir nochmal einen aktuellen Link schicken von seiner Version und dann werde ich sie auch in die Beschreibung zum Download freigeben. Nur mit Zustimmung von ihm. Also melde dich nochmal per PN, wenn du willst. Deine Entscheidung. Das war's. Lasst euch was fürs Special einfallen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Könnt ruhig kreativ sein. Alles ist drin. Der bestbewerteste oder der häufigst genannte Vorschlag wird dann auch ausgeführt. Demokratisch. Bin ich ja sowas von der Freund von. Aber, jo.
Move Number und Opcode haben wir jetzt auch abgehackt. Dann geht es das nächste Mal weiter mit der Alu. Die können wir nicht genauso bauen wie die echte, aber es kommt hin, es kommt hin. Hoffe ich doch. Jedenfalls bis zum nächsten Mal. Ciao.